Habt ihr euch schon mal gefragt, was es braucht, um einen Weltrekord zu brechen? Braucht man dafür das richtige Können oder ist es pures Glück? Dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen und habe die letzten Wochen dafür trainiert, um in den nächsten 24 Stunden über 10 Weltrekorde zu brechen. Also bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie viele Rekorde ich brechen konnte. Rekord 1 ist der weiteste Basketballwurf aller Zeiten. Dabei muss der Basketball aus 35,72 Metern in den Basketballkorb reingeworfen werden. Soll ich jetzt so wie bei Dude Perfect so Ansage machen? Okay, pass auf. Das ist der Weltrekord für den weitesten Basketballwurf aller Zeiten. Ja! War er doch nicht. Oh! Nein! Oh mein Gott! Ey, der wäre geisteskrank gewesen. Ob wir diesen Rekord noch brechen, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen. Hierbei müssen wir über 55 Ballons in 30 Sekunden platzen lassen. Wir haben 30 Sekunden Zeit für über 55 Ballons. Oh shit. Let's go. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Es waren aber auf jeden Fall deutlich zu wenig, glaube ich. Tja. Auf zum nächsten Rekord. Bei dem nächsten Weltrekord geht es um Capri-Sonne. Für diesen Rekord müssen wir die Capri-Sonne in unter 10,41 Sekunden trinken. Ich stopp die Zeit. 3, 2, 1, go. Ich merke wirklich, da kommt nichts raus. So, jetzt ich. Ich krieg den scheiß Strom nicht mal rein. 3, 2, 1, los. Scheiße. Was? Das dauert so lang, das ist krank. Ich dachte, ich war ultra schnell, ne? Okay, das ist krank, ne? Bist du ready? Alter. Ja. Are you ready? 3, 2, 1, go! Ja, da ist doch viel zu drin, Alter. Ich schaff das. Ich mach das jetzt ohne, also ich muss ja trotzdem erstmal aufmachen. 3, 2, 1, go. Oh shit, ja! 8,83! Das ist Weltrekord. Da sind wir doch, Freunde. Jetzt aber zurück an den Basketballkorb. Mann! Ne. Ja! Nein! Und wir haben es nicht geschafft, den Basketball da reinzukriegen. Deswegen machen wir jetzt einen anderen Weltrekord und zwar mit dem Miniball über dieselbe Distanz. Der Rekord existiert noch nicht, deswegen können wir den jetzt einfach aufstellen, wenn wir treffen. Schauen wir mal, was wird. Ne, der war es nicht. Ich werde bekloppt, ich kann es mich einweisen nach dem Video, wirklich. Wenn du jetzt in den nächsten drei triffst, kriegst du 200 Euro von mir. 200 Euro? 200 Euro. Hand drauf. Hier, komm, hier so. Ah, okay. Ihr habt es gehört, 200 Euro. Ja. Ja! Niemals! Ja! Ey, das sind 200 Euro! 200 Euro, Digga! Als ob! Maurice, meine 200 Euro, Junge! Ach, fick dich! Komm! Ich will sie sehen! Oh, shit! Ja! Freunde, so macht man Geld. Sehr schön. Gefällt mir. Danke, Maurice. Bei dem nächsten Rekord geht es darum, wie viele Socken kann man an einem Fuß innerhalb von 30 Sekunden anziehen. Der Weltrekord liegt bei 28 Socken. Ready? Go. Ist das da?
Ja, Bruder, wie soll das gehen? Ja, da hakt er, da hakt er. Da hakt es, da hakt es aber gewaltig. Da hakt's. Da. 20 Sekunden schon und wir sind noch nicht mal hier bei der Hälfte angekommen. Aber ich gebe alles. Komm. 25. Komm. Die sind noch nicht mal halb drauf. Sieht aus wie jetzt wie ein Elf. Komm schon. Ich kann nicht mehr. Shit. Digga, das tut... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass er die komplett angezogen hat. Niemals. Übrigens, Freunde, später im Video versuchen wir aus über 50 Metern einen Gong an einem Tor zu treffen. Also bleibt dran. Für Rekord 5 muss ein Fußball aus 25,34 Metern in ein Fass geschossen werden. Geschafft, kommen wir zum nächsten Rekord, und zwar dem Windmühlen-Basketballtreffer. Hierbei muss ich den Basketballkorb aus 14,03 Metern treffen und dabei eine Windmühlentechnik benutzen. Ja! Ja! Nein! Ja, ja! Ey, wenn der jetzt schon nicht drin war, wie soll der Ball da reingehen? Ja, oh mein Gott, ja, danke. Oh, let's go. Für den nächsten Rekord müssen wir eine Scheibe Toastbrot in 7,112 Sekunden essen. Der Mund muss leer sein. Das heißt, du musst wahrscheinlich 5 Sekunden kauen und dann schlucken. Wie soll das gehen? 3, 2, 1, go. Bei Maurice war ungefähr noch 10 fertig. Boah, keine Chance, Alter. Als nächstes kommen wir zum Teebeutel-Weitwurf. Dabei müssen wir innerhalb von 30 Sekunden mehr als 10 Tassen mit einem Teebeutel treffen. 3, 2, 1, go. 1, stopp. 2, 3, ja. 4, 5. Egal. Noch 15 Nein. Sekunden. 7, komm. 8, 9, 10. Komm, oh mein Gott. Ja, let's go. Ja. Was ist denn da passiert? Ich weiß auch nicht. Der nächste Rekord ist ein Teamrekord. Dabei muss ein Football aus über 30 Metern blind gefangen werden. 3, 2, 1, go. Kommt, kommt. Kommt, 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 kommt! Kommt, 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 kommt! Nein! Nein! Ja, der kommt. Alter Schwede, Maurice, Kopf noch dran. Fick dich. Kommt. Ja, rechts. Eins. Rechts. Das fandst du immer gut. Du hast aber auch wirklich... Wirklich, dieser Schritt zur Seite war so richtig der Kopfball einfach. Wir geben auf. Ja, ich weiß nicht, wie viele Versuche wir jetzt gemacht haben. Ich habe beiden einmal einen Kopf geworfen. Den Rekord haben wir leider nicht geknackt. Was will man machen? Aber wir waren nah dran. Beim nächsten Rekord muss man innerhalb von einer Minute über 100 Bleistifte zerbrechen. Okay, Maurice, bist du ready? Ja. Ja! Woo! Okay, 3, 2, 1, go! Komm, Maurice, Junge, komm! Zieh, 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 zieh! Scheiße! Komm, 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 komm! Nein, 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 nur treffen, nur treffen, du musst clever machen. Wie viel noch? Weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter! Ja! Verdammt! Komm, Junge, komm! Komm, 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 komm! Stark, stark. Junge, 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 boah. Das hat richtig wehgetan. Ich hab mir die hier richtig klein gemacht. Rekord Nummer 10. Hierbei müssen 10 Klopapierrollen innerhalb von 5,45 Sekunden übereinander gestapelt werden. Für den Rekord darf nur eine Hand benutzt werden. Also ich muss das Ganze in 5,45 schaffen. Nein! Scheiße, Alter.
Machen noch einen Try, weil also da gebe ich mich nicht geschlagen. Nein! Oh mein Gott! Ein Versuch machen wir noch. Und ansonsten gebe ich mich geschlagen. Ja, komm! Aber es ist nicht stehen geblieben, ne? 4,97. Aber reicht das? War gestapelt. Es steht nicht da, dass es stehen bleiben muss. Wie viel waren es? 4,97. Das war so eine halbe Sekunde besser. Aber der Anfang war richtig stark. Der Anfang war sau stark. Let's go, Freunde. Da haben wir es wieder geschafft. Korrekt, auf zum nächsten. Krasse Transition. Kommen wir nun zu dem Highlight in diesem Video. Für diesen Weltrekord muss ich einen Gong, der an einem Tor befestigt ist, aus 44,2 Metern abschießen. Aber wir kriegen das hin, 100%. Yo, Digga. Wie unwahrscheinlich ist es jetzt genau die Latte zu treffen, ey. Da müssen wir jetzt nachgucken, können wir vielleicht gerade mal einblenden, was der Weltrekord für den weitesten Lattenschuss ist. Es gibt keine offizielle Aufzeichnung oder Statistik für den weitesten Lattenschuss im Fußball, weder mit noch ohne Rekord. Solche spezifischen Statistiken werden normalerweise nicht erfasst oder gemeldet. Vielleicht haben wir gerade einen Weltrekord geknackt. Wer weiß, man weiß es nicht. Boah, ich merke ja schon, das geht richtig auf den Oberschenkel. Schönes Tor. Latte Nummer 3. Bevor ihr erfahrt, ob wir den Rekord knacken werden, springen wir noch einmal zum nächsten Rekord. Weil die sich jetzt gerade fragen, was wir machen. Wir versuchen, diese Frisbee 150 Meter weit zu werfen. Dafür sind wir jetzt hier extra auf den Berg gefahren, damit wir hier schön bergab werfen können. Das Problem ist einfach, pass auf, wir machen es jetzt einfach mal. Schumi, nimm das Ding in die Hand. Ich mit meiner Frisbee-Erfahrung. Ah, komm Junge, flieg, 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 flieg! Ja, also ich sag mal so, 50 Meter waren es bestimmt. Ich weiß nicht, welcher Unmensch diesen Rekord aufgestellt hat, aber das ist ja, da hättest du ja hinten bis zu den Bäumen werfen müssen. Zurück auf den Fußballplatz. Oder sollte ich sagen, zurück zur Verzweiflung? Ach, mein Gott! So, Verzweiflung setzt langsam ein, aber was soll man machen, ne? Und wieder einen lockeren aus der Hüfte. Ja! Oh mein Gott!